So I wrote about 22 songs during pregnancy, and now I'm excited to play them with a band tonight for the first time. Hi, ich bin Laura Lee und das sind meine 6 Hours. Ich war jetzt bei so einem Gespräch über so Parenthood in Music und da ging es halt darum, dass 20% der Frauen sich dazu entscheiden, keine Kinder zu haben, weil sie Angst haben, dass es ihre Karriere negativ beeinflusst. Das darf einfach kein Grund sein irgendwie, ne? Also so, das zeigt halt einfach, wie real dieser Struggle irgendwie immer noch ist. She has been listening to all the songs in my belly already. She has her favorites. She's been on stage with me. She's traveled. She's been on tour with me. Ich weiß noch genau, als ich herausgefunden habe, dass ich schwanger bin, war mein erster Gedanke, dass ich mich mega krass gefreut habe. Und mein zweiter Gedanke war, scheiße, können wir die USA-Tour spielen? Aber das ist so krass getimt, aber es war perfekt. Ich konnte die Tour spielen. Ich habe mit meiner Gynäkologin gesprochen, die meinte, wenn du dich gut fühlst, kannst du reisen und das machen. Für mich ist halt Auftreten und Musik machen ist nicht irgendeine Art von Arbeit, von der ich so Mutterschutz brauche oder sowas oder nehmen möchte. Für mich ist live spielen und Musik machen ist so mein Happy Place. Also ich liebe das. Also den Song, der hat den Working Title ist I Care. Laura pre-Pregnancy hätte so ein bisschen so eher so Songs geschrieben, so I don't care. So I don't care about what you think about me, bla bla bla. So diese Attitude halt zu haben. Und ich glaube, jetzt gerade gehe ich eher so ein bisschen dieses Gefühl rein, dass es cool ist zu fühlen irgendwie und zu lieben und zu Fürsorge zu spüren. Ich glaube, es ist irgendwie voll, voll wichtig, halt auch Songs zu hören von Frauen aus dieser Perspektive, weil Frauen hören ja auch nicht auf, also die hören ja auch weiterhin Musik in ihren 30ern und 40ern und die wollen ja auch ihre Themen irgendwie widergespiegelt sehen. The first moment to myself in the last 2 months, and I'm gonna do a sound bath with my friend Laura Cabone to kind of help me get into the moment, focus on the present, collect my thoughts, collect myself before I go into this practice. Ich bin Musikerin natürlich und deswegen eh sehr audiophil. Bestimmte Art von Klängen können dir halt helfen, eigentlich in diesen tiefen Bewusstseins, also so ein tiefes Entspannungszustand zu kommen. Und das hilft einem halt total, sich die anderen Gedanken so ein bisschen auszuschalten oder nur darauf zu konzentrieren. Weil es ist schon stressig, so das erste Mal sein Kind so lange alleine zu lassen einfach. Und jetzt nicht von dieser Energie sofort in diese Probe zu rennen, sondern dann eine kurze sowas dazwischen zu haben, als so eine Art von, hey, Erdung, ich muss mich jetzt auch so ein bisschen aufs Jetzt konzentrieren. Geh dann gut in diese Probe rein, in dieses Songwriting und komm dann auch wieder, um wieder so my best self zu sein. What did you think about the songs that I sent you? Yeah, really nice. Definitely different vibe from the first album. Yeah. Ich finde, es ist so voll der Unterschied, ob ein Song, wenn ich den zu Hause schreibe und komponiere, ob der so am Computer funktioniert und ob er dann auch live funktioniert. Weil ich finde, es gibt heutzutage so viele Bands, denen du anhörst, dass die ihr ganzes Album geschrieben haben, während die so vor so einem Laptop gesessen haben. Wir sind halt voll die Live-Band und das will ich auch weiterhin bleiben und ich will, dass die Songs auch sich live richtig gut anfühlen. Und deswegen bin ich schon immer voll nervös, wenn ob halt so dieser Magic Moment passiert oder nicht.
it feels weird to be back here and not be pregnant anymore. Yeah. And last time we were here, you were super pregnant. I was really pregnant. Yeah, so I sent you guys 3 songs. Yeah. Yep. Sounding great. What do you think? Yeah, cool. It's weird because I wrote them all in pregnancy and they're all really happy, I think. They're jangling. Yeah. Okay, which song do you want to start with? I'm really excited to play them because I'm also scared. Because I think sometimes then I think the songs suck, but I hope I'm not going to have this feeling today. Well, yeah, whichever one you want to start with. Sorry, that was me. Also für mich waren die 6 Stunden jetzt super wichtig, als es hat sich angefühlt wie so ein bisschen wie von einer Klippe zu springen in so eine Ungewissheit. Mir macht es einfach mega Spaß, Musik zu machen mit anderen Menschen in einem Raum. Ja, das ist schon so ein bisschen der Juice, den ich so brauche. Das war geil, das auch wieder zu haben. Für mich wäre es einfach nicht der richtige Weg, jetzt so ein Jahr lang davon Pause zu nehmen oder wie lange auch immer. Ich brauche das einfach so in meinem Leben. Ich bin irgendwie in erster Linie Mutter, aber ich bin halt auch weiterhin Musikerin. You play it safe, you're never gonna get that song out of your bedroom.